ich bin immer noch ein Pfosten und heute wird's wieder Zeit für ein Kochstündchen. Und dafür werden wir Nudeln braten. Dafür besorgen wir uns wieder ein Plastiksäckchen mit der Aufschrift gebratene Nudeln, Gemüse. Und nein, die sind noch nicht gebraten. Die tun nur so, um euch zu täuschen. Ansonsten benötigen wir noch eine kleine Pfanne und etwas Öl. Und nachdem wir dann den Apfel auf Kastanien gekreuzigt haben, kann es auch schon weitergehen. Erstmal brauchen wir ein bisschen Wasser. Ja, das sollte reichen. Okay, es könnte sein, dass ich auf dem Weg zurück ein bisschen was verschüttet habe. Egal, rein in die Pfanne. Genau. Und dann, nun zum nächsten Schritt. Ihr nehmt das und verwandelt es in ein Huhn. Tada! Und schon habe ich es in ein Huhn verwandelt. Ja, aber das sollten Sie nicht zu Hause nachmachen, denn das ist sehr gefährlich. Und jetzt müssen wir das noch öffnen, aber weil das so brutal ist, kann ich das jetzt nicht zeigen. So, schon passiert. Und jetzt kommt das Zeug da rein. Mann, das ging jetzt viel zu glatt. Dann nehmen wir einen wunderschönen Löffel und rühren um. Boah, dieses Video wird übrigens viel zu ernst. Das muss ich als Warnung in die Beschreibung beschreiben. Ja. Hat viel zu viel Sinn. Das Problem ist, dass ich heute Hunger habe. Naja, und so weiter nicht. Naja, dann lassen wir das halt so ein bisschen kochen und rühren so ein bisschen ungelegentlich. Ja, so ungefähr 12 Minuten lang. 12 bis 50. Und dann reicht das auch schon, nicht wahr? Ja. Später und so. Nun ist das fertig. Und jetzt plane ich zur Nahrungsaufnahme zu schreiten. Ich weiß, ich wiederhole mich. Und wieder mal haben wir ein wunderbares Gericht in wenigen Sekunden zubereitet. Oh ja, und es schmeckte vorzüglich. Und bis zum nächsten Mal. Beides Pfostens. Scheiß Video. Nein, Kochstunde. Bis auf Wiederriechen.